Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Das letzte Mal ist ja echt viel passiert in den letzten drei Folgen. Wir haben das Land, ein Land gefunden, wo mir ein... Meine Seemotte ist auch leider verreckt. Fällt mir gerade ein. Scheiße. Wir haben ein Land gefunden, wo wir... Ja, aus dem Wasser gekommen sind. Da haben wir dann eine alte Basis gefunden. Da haben wir dann in Mehrzweckraum gefunden. Entschuldigung. In Mehrzweckraum haben wir dann gefunden und mehrere andere Sachen noch. Observatorium, Scannerraum und so ein Scheiß. Ne, Scannerraum hat man glaube ich schon. Ist egal. Und... Ja. Dann haben wir dann rausgefunden, die sind hier auch gestrandet. Die sind hier gestrandet und haben dann gesagt, okay, um besser leben zu können, müssen sie ins Wasser. Das waren drei Leute, eine Frau, der Vater und der Sohn. Die Frau war eine Söldnerin. Und ja, die haben dann dort geforscht, beziehungsweise der Sohn hat dann dort geforscht und wollte was rausfinden. Und dann haben sie sich gedacht, okay, oder haben dann rausgefunden, der Sohn, es muss irgendwas sie abgeschossen haben. Oder etwas hat sie abgeschossen. Das heißt, das ist eben uns auch passiert. Wir sind abgeschossen worden. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben eine noch tiefere Basis. Verfault? Ihhh. Fuck you. Toll. Ich hab nicht mehr gewusst, dass es verfaulen kann. Und die zweite tiefere Basis dann haben wir auch gefunden. Und da haben wir dann rausgefunden, dass sie von den Leviathan zerstört worden ist. Also ist wahrscheinlich er und die Frau sind tot, aber der Sohn hat überlebt und der ist dann scheinbar oben auf der alten Insel, wo sie am Anfang angefangen haben, ist dann leider verreckt, weil scheinbar ist im Wasser irgendein Virus oder sowas, der wo die DNA von jemandem, von den Leuten verändert. Und die wollten rausfinden, ob auch die Fische davon betroffen sind. Live pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Zur umgehenden Bestattung? Da ist meine Boje die Insel. Da ist ein defekter Seegleiter. Rettungskapsel. Hochrangiger Passagier an Bord. Jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen, so. Welcome aboard, Captain. Ja gut, die haben wir ja glaube ich schon gefunden, hätte ich jetzt mal schwer behauptet. Hoffen wir mal, dass wir jetzt... Oh, da haben wir doch gefunden, ne? Okay, der ist scheinbar gefragt. Warme. So, jetzt gehen wir zu dem defekten Seegleiter. Der hat es ja scheinbar auch nicht geschafft. Oh, ich bin... Also gestern, ich wollte eigentlich eher ins Bett gehen. Wegen, weil ich musste um 5, 6 das Arbeiten anfangen. Alter, und dann findest du halt so einen Scheiß und denkst, du wirst das nächste aber auch sehen. Das nächste wirst du auch sehen. Das nächste wirst du auch sehen. Fuck you, Spiel. Fuck you. Das Schlimme ist, ich wollte jetzt eigentlich hier meine Basis erweitern. Aber einerseits... Würde ich dann doch schon fast lieber... Ja, ja, Schnauze. Würde ich schon fast lieber dann bei der tiefen Stelle meine Basis aufbauen, ne? Da, wo wir das letzte Mal waren. Oh, was bist du? Scannerraumfragment. Egal, das scannen wir, weil dann kriegen wir Titanium. Was ist das? Metallschrott. Scanner. Seemottenfragment. So. Ich würde auf jeden Fall gern eine Unterwasserbasis bauen, wo es zur tiefen Stelle ging.
das war ja, haben wir dann rausgefunden bei der Insel. Was ja auch wiederum lustig ist, ne? Die wollten von der Insel weg. Hä, das ist doch kein defekter Seegleiter. Hier deppen. Hä? Oh, da ist es kaputt. Waren wir auch schon. Okay. Kennen wir alles schon. Kennen wir schon, hatten wir schon, passt schon. So, was wir dann auch wiederum gelernt haben das letzte Mal. Oder rausgefunden haben. Das war ja... Da waren wir schon lange nicht mehr hin. Was haben wir hier eigentlich noch? Ein Resurrection Poster. Zack, zack, zack. Dass der Captain scheinbar tot ist. Und mir... Was haben wir hier so? Okay. Und der Vize-Captain, der hat dann das Kommando übernommen, hat uns dann zu dieser Insel gebracht da hinten. Die ist 1380, wer gehört, hat ungefähr gestimmt. Und dann haben die ein Signal bekommen, dass die zum Rettung für die Aurora oder irgendwie so, haben die Daten auf das Aurora gesendet. Jetzt sind die da hingeschwommen und haben natürlich einen Leviathan gefunden, den wo wir ja auch schon gefunden haben. Geil, Mann. Seemode Zyklope, der stand alle unbekannt. Glas, Blei, Schmierstoff, Titanbahn. Konnte ich nicht ein Ding machen? Emailliertes Glas haben wir jetzt mittlerweile auch. Signale, Boje, Signal vermutete Degasi-Basis, Rettungskapsel 3 und Tiefenbestattung. Seegleiter. Und Tiefen? Hä, da waren wir jetzt doch gerade. Wir sind jetzt fast am Absaufen. Ja, 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 bla bla, das hat man alles. Ich wollte da eigentlich hin, genau. Ich war ja eigentlich sogar richtig, ich depp. Seemotten Tiefenmodul Stufe 1. Nicht stapelbar, Fahrzeugerweiterung. Was ist denn hier, Säure-Torpedo? Was zur Hölle? Kristalliner Schwefel. Krebssprungantrieb. Den Krebs habe ich gelesen, brauche ich scheinbar fürs Endgame. Ja, 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 Schnauze. Anzuziehen und wegzustoßen. Lässt physische Objekte erstarren. Schneidet Werkzeuge, um normale Titanentüren aufzuschweißen. So. Hier waren noch überall diese Blasenfischchen. Oder auch nicht. Who the fuck are they? Sie mich jetzt verarschen hier? Habe ich die alle weggesammelt? Kann man Fischbestände ausrotten? Was schon irgendwie lustig wäre, aber trotzdem. Ich muss mir unbedingt eine Basis bauen, Mann. So. Ich konnte ja zweimal Wasser herstellen, ne? Chlorbleiche, Salzablagerung, Röhrenkorallenprobe. Hatte ich noch Salz da? Natürlich nicht. Ich Idiot, ich hab doch Wasser. Vital signs stabilizing. Das muss weg. Da müssen wir eigentlich bloß noch was verändern. Ah, ja, ja, eins davon vergessen. Her damit. So, und ich habe jetzt wieder mal... Uhr neu gestellt, wo ist sie? Da ist sie. Los geht's.
Jetzt müssen wir ein paar Viecher fangen. Warte mal, wenn ich die Dame töte, dann sind die, glaube ich, gleich gegrillt, wenn ich mich... Was? Arschloch. Was ist mit dir, Bumerangfisch? Cool. Bam. Vital signs stabilizing. Das sind die komischen Viecher. Da ist ein Bumerang. So. Haben wir den uns noch neu? Komm her. Achso, ja, ich muss ja... Ah, ich will mal Age of Conan, will ich mal Ding drücken. Machen wir noch einen. Du gibst bloß Wasser weg. Da ist er. Accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that you will survive this way for millennia. You can too. Danke. Weiß ich? Batterien haben wir ja noch dabei, ne? Yep. Eisen haben wir auch genug dabei. Seetang können wir wegschmeißen. Bricht der Vulkan eigentlich gar nicht mehr aus? Ah, doch hier. Das Kreaturen-Ei sammeln. Oh ja. Und nun da. Da müssen wir was mitnehmen. Können wir einen Leviathan eigentlich töten? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Das würde mich interessieren, aber ich brauche auf jeden Fall noch eine Seemotte. Schmierstoff. Also nochmal schauen. Die Seemotte braucht Schmierstoff haben wir, Energiezelle haben wir, Glas brauchen wir 2, Blei brauchen wir 1, Metallbahn brauchen wir, Titaniumbahn. Glas haben wir, Glas da, scheinbar nicht. Was war das andere? Falsch. Zack. Blei. Also Glas kriegen wir schnell her. Und das? Kreaturen-Ei, okay. So viel Energie zieht er das nicht ab, also scheiß drauf. Einmal Glas, zweimal Glas. Boah! Boah, leck, das zieht der Energie ab. Ja, shit. Ach, du Kacke. Weg, 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 weg. Boah, das habe ich jetzt nicht mitgerechnet, muss ich ehrlich zugeben.
Blei brauchen wir. Glas können wir herstellen. Wir brauchen aber Blei. Haben wir Blei so gefunden? Nee, Lithium war einfach so, ne? Blei haben wir, glaube ich, in den Einstein gefunden. Und? Blei. Fertig. Der Tanz auf dem Vulkan. Der Tanz auf dem Vulkan. Halt, wir können ja eigentlich... Ah ne, warte, wir müssen erst das Glas herstellen. Um eine 2D-Simone zu bauen, ne? Ja, so ist das. Halt, ich habe ja noch meinen Kaffee da. Hä? Ah, fuck you, ich brauche 2 Quarz, really? Ich hasse mich, ich hasse mich, 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 mich. So, Quarz. Wir brauchen Quarz, Quarz, wir brauchen Quarz. Was geht denn, Alter? Da. Nicht ausbrechen, nicht ausbrechen, nicht ausbrechen. Lass mich hier weg. Ich würde halt interessieren, ob die Seemotte von der Hitze auch betroffen ist. Ich habe aber auch Schiss, dass ich meine Seemotte damit gleich zerstöre. So, Entschuldigung. So viel Kaffee musste sein. So, 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 da. Oh, ich habe das gerade mitgenommen, ne? Ich kann das einfach einsammeln? Ist ja geil. Bauen, bauen, bauen. Hallo, dauert es noch länger hier? Warum mal schneller? Welcome aboard, Captain. Wollen wir das mal ausprobieren? Okay, das stört uns hier nicht. Also können wir damit in die Nähe von... Ja, aber wir können nichts einsammeln, ne? Was war denn das jetzt schon wieder? Egal. Mich würde ja mal interessieren, bin ich schneller als so ein Leviathan mit dem Ding? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss erst upgraden. Upgraden. Okay, wenn wir jetzt da gerade was zusteuern, trinke ich meinen Kaffee. Und ihr wart live dabei. Ups. Mittlerweile wünschte ich mir eigentlich, ich hätte keinen Glastisch. Kein Glasschreibtisch. Ist bestimmt nicht so laut, wenn ich mein Zeug abstelle. Ich könnte mir auch einen Untersetzer kaufen. Aber da ist dann wieder die Frage, was für ein Untersetzer? Was für ein Motiv sollte er haben? Aha. Fragen über Fragen. Was ist denn das? Raus da. Oh, Salz. Oh, Salz. Inei. Oh, Salz. Oh, Salz. Oh, das da. Was zur Hölle bist denn du? Warte, lass mich dich scannen. Einheimische Lebensform. Cool. La 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 la
Aber wenn dann Leviathan war, traue ich mich irgendwie nicht in der Nähe. Wobei es gibt ja auch extra Verstärkungen, ne? Für die Base. For the Base. Oh, da ist der riesige Pilz. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Schwefel herbekomme. Ich müsste es mal googeln. Ich habe Angst, hier irgendwo gegen zu knallen. Hui. Zack. I'll be back. Hä, warum blinkt das? This is Life Pod 2, coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Okay. Wo geht's dann dahin? Hallo? Da. Chefingenieurin. Sank auf 500 Meter, bevor Chefingenieurin New ausstieg. What? 500 Meter? Ja, leck mich fett, ey. Modifizieren? Warum kann ich das nicht modifizieren? Modifizierungsstation. Da kann ich das alles bauen. Fahrzeugerweiterungen? Ach nee, das muss ich nur... Nicht Titanbahn 2. Hör mal, jetzt schon wieder. This is Life Pod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. 4 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Huh. Okay. Wie baue ich die da? Polyanilin. Okay. What the fuck ist Polyanilin, Alter? Und ich sehe schon, ich kann es nicht mal bauen, also bin ich so, kann ich das sowieso vergessen. Was haben wir hier? Leitung, Kompass, Kreislaufgerät, Feuerlöscher, Medikit schon. Hä? Ach, ich kann Medikits einfach bauen. Really, das sagen die mir jetzt? Macht durstig, aber hält sich lange. Ah, okay. Erweiterungsmodule ansehen. Ja, keine. Ah, ich kann maximal 4 reinstecken, oder was? Wie viel Stahl habe ich dabei? Blöde Frage, fast gar keins. Zack, zack. Dann wird das umgewandelt. Wir werden jetzt unseren Grundstein der neuen Basis legen. Ganz einfach. Halt, falsch schon. So, das Gold lassen wir da. Silber als Diamant haben wir auch. Aber wir brauchen ja jetzt für die ersten Sachen Titan. Scannerraum. Brauchen wir Tischkorallenprobe. Tauchdock. Für Fahrzeuge mit hohem Bedarf an Energie und Hüllenstärke. Ja, okay, da brauche ich Titanbahn 2, Schmierstoff Blei. Das ist jetzt kein Thema. Observatorium könnte ein bisschen hart werden für den ganzen Scheiß. Hier brauche ich eben nur Unterzeug. Erhöht die Höllenstärke. Lithium. Fenster. Okay. Scannerraum. Tischkorallenprobe. Haben wir da noch was da? Tischkorallenprobe. Geil. Einen Scannerraum könnte ich bauen. Das könnte ich nicht bauen, weil da fehlen mir 2 Titanbahnen, Blei und Schmierstoff.
Weil ein Tauchdock müsste ich auf jeden Fall bauen. Wie weit wäre das da weg? 1080, das wäre ein guter Platz eigentlich, um noch eine Basis zu bauen. Warte mal, Insel? Wozu geht's zur Insel? Da geht's zur Insel. Alter, das ist genau in die andere Richtung. Okay, wir gehen erstmal dahin und schauen, was da abgeht. Gute Idee, gute Idee.